Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel, Endstand 2:1. Wir werden diese geteilt abhalten und beginnen mit Holsteins Trainer Ole Werner. Ole, was sagst du zu dem Spiel? Ja, guten Abend von mir. Ich glaube, dass wir sehr enttäuscht sein können, weil wir insgesamt ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, speziell in der ersten Halbzeit drückend überlegen waren. Insofern ist das Ergebnis mehr als ärgerlich und auch in der Entstehung ein wenig frustrierend. Nichtsdestotrotz gilt es eben, das jetzt auch aus den Klamotten zu schütteln, weil die nächste Aufgabe schon wieder auf uns wartet. Und auch die positiven Dinge mitzunehmen, die eben insgesamt, wenn man auswärts in Fürth spielt, glaube ich, auch hervorzuheben sind, speziell die erste Halbzeit, was uns heute, und das ist allerdings auch klar anzusprechen, gefehlt hat, um ein oder wahrscheinlich, wären wir auch mit dem einen Punkt unzufrieden gewesen, eher drei oder was es gebraucht hätte für die drei Punkte, ja, ist vor allem eben in der ersten Halbzeit zu finden, in der Qualität der Torabschlüsse, die wir hatten. Wir haben uns viele klare Torchancen erspielt. Wir haben viele Kontersituationen gehabt, auch aus dem guten Anlaufen heraus, die wir nicht für uns genutzt haben. Und das war heute das, was wir uns vorwerfen müssen, ja, was wir sicherlich auch ansprechen werden. Aber nichtsdestotrotz bleibt unterm Strich sicherlich ein sehr ärgerliches Ergebnis, wirft uns aber nicht um. Ja, die Leistung, denke ich, war mehr als nur in Ordnung für ein Auswärtsspiel. Und insofern geht es jetzt darum, den Mund abzuputzen, sagt man, ja, und sich eben relativ schnell auf die nächste Aufgabe einzustellen, die mit Aue dann auf uns wartet. Und ja, Blick geht nach vorn. Danke, Ole. Dann habe ich zwei Nachfragen von Andreas Geidel vom Kicker. Als erstes fragt er, gehe ich recht in der Annahme, dass die Höchststrafe für Simon Lorenz taktischen Gründen geschuldet war? Ja, und insofern war es auch keine Höchststrafe, sondern schlicht und ergreifend die Idee in den letzten Minuten beim Rückstand dann eben auch noch offensive Kräfte zu bringen. Und dann muss es eben ein Treffen hinten in der Viererkette. Und dann lässt du die Jungs drauf, die sicherlich dann auch bei Flanken noch eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel Yannick oder Mikkel. Ja, und insofern war das jetzt die Begründung und sicherlich nicht die Leistung von Lore, weil der hat es gut gemacht nach seiner Einwechslung. Und noch eine zweite Frage, ebenfalls von Andreas Geidel. Wäre es vielleicht ratsam gewesen, Benjamin Giert als möglichen Vollstrecker früher einzuwechseln? Nein, glaube ich nicht, weil wir bis dahin eben sehr gutes Spiel auch gemacht haben und im Endeffekt auch von der Spielanlage das so war, dass es gut funktioniert hat. Ja, und sicherlich ist es dann so, wenn du in Rückstand gerätst, dann hoffst du dir nochmal auch mit längeren Bällen oder mit vielen Bällen von außen auch in Strafraumsituationen zu kommen. Bis dahin hat die Spielanlage für uns gepasst und insofern würde ich auch sagen, dass das so insgesamt von der Anlage heute gut funktioniert hat. Sonst hätten wir die Vielzahl an Torchancen sicherlich uns auch nicht erspielt. Vielen Dank, Ole. Das war es von unserer Seite und wir übergeben an unsere Kollegen aus Fürth. Vielen Dank, ciao. Dann zu später Stunde auch den vierten Teil der Pressekonferenz nach dem 300. Zweitliga-Heimsieg heute gegen Kiel. Ich darf unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen. Und Stefan, wir ändern nichts. Dein Fazit zum Spiel. Mein Fazit, ja. Vielen Dank. Ja, auch schönen guten Abend zusammen. Ja, erstmal das Allerwichtigste vorneweg. Glückwunsch an meine Jungs, an meine Mannschaft. In dieser Konstellation mit, was das Spielerpersonal betrifft, früh in Rückstand zu geraten, das Spiel zu drehen und zu gewinnen, ja, das ist unglaublich. Ja. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ja, großes Kompliment an meine Mannschaft für die Bereitschaft, für den Willen, wirklich das Letzte für das Team zu geben. Und deshalb glaube ich, war es zwar etwas glücklich, das wollen wir natürlich auch nicht oder kann man auch nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, wer am Ende des Tages 125 Kilometer läuft, 9 Kilometer mehr als der Gegner, der verdient sich das Glück dann auch irgendwo. Um es jetzt taktisch einzuordnen. Ja, wir hatten große Probleme ins Spiel zu finden, was auch dem geschuldet war, dass wir auf eine sehr, sehr starke Kieler Mannschaft getroffen sind, die uns einfach vor Probleme gestellt hat. Wir mit unserer Grundordnung nicht den Zugriff hatten. Es waren die Abstände zwischen der Viererkette und unserem Stürmer war zu groß, unsere Sechser waren zu tief, waren immer wieder in die tiefen Laufwege mit den Achtern mitgegangen, haben wir keine gute Kommunikation gehabt, um das vielleicht mal zu übergeben und so hat man da wirklich Probleme ins Spiel zu finden.
wir waren froh, dass wir mit dem 1-1 in die Kabine gehen, muss man auch sagen. Haben dann umgestellt wieder in unsere Grundordnung und ich glaube, dass wir dann auch in der zweiten Halbzeit vielleicht immer noch eine etwas dominantere Kieler Mannschaft gesehen hatten, aber wir ja, viel besser im Spiel waren, guten Zugriff hatten und uns über einzelne Aktionen auch viel mehr Selbstvertrauen erspielt haben. Und ja, nochmal, dass du das Spiel dann drehst, ist natürlich überragend und ich kann es nur immer wieder betonen, diese Geschlossenheit, dieser Teamgedanke ist einfach sensationell und deshalb nochmal Glückwunsch an meine Mannschaft und ja, etwas glücklich, aber nicht unverdient. Dann kommen wir zu den Fragen. Nico Gille von der Bild geht gleich ein bisschen in die Richtung. Wie stolz bist du mit auf das Ergebnis, gerade im Hinblick auf die ganzen Ausfälle, die die Mannschaft verkraften musste? Ja, natürlich ist man stolz, wenn man so ein Spiel gewinnt. Die Ausfälle, die kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Ich meine, das sind ja Spieler, die ja prägend für unser Spiel sind, um das auch nochmal klarzustellen. Ja, wir verlieren 18 Tore, ja, mit Paul Seguin, mit Sebastian Ernst und mit Julian Green. Das ist das Herzstück der Mannschaft, das Mittelfeld. Und uns war schon bewusst, dass wir trotz dieser Ausfälle vielleicht nicht in die Art und Weise, Fußball zu spielen, kommen werden, wie wir es sonst tun. Ja, dass wir weniger Ballbesitz haben werden, das ist ganz normal. Aber wir haben schon Spieler auf dem Feld gehabt, die eben durch ihr aggressives Anlaufen, durch eine hohe Laufbereitschaft, durch 1-gegen-1 Situationen immer in der Lage sind, dann auch Situationen zu kreieren. Das ist uns leider in der ersten Halbzeit nicht gelungen, aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und nochmal, wenn man auf dem Niveau dann 2-1 gewinnt und wie gesagt diese Spieler dann kompensieren kann, ja, aller Ehren wert. Einmal ist es sicherlich möglich, auf längere Sicht, denke ich, ja, können wir das auch nicht kompensieren. Die zweite Frage nach den Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit und ob das den Ausfällen geschuldet war, die hast du in deinem Eingangsstatement ja schon beantwortet. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage von Nico Gelev. Wer solche Spiele am Ende für sich entscheiden kann, redet um den Aufstieg mit. Nimmst du das Wort Aufstieg jetzt in den Mund? Nein, warum sollen wir das Wort jetzt in den Mund nehmen? Es ist viel zu früh. Ja. Wir haben 12 Spiele noch zu spielen und ja, da sind noch einige Punkte zu vergeben und wir haben jetzt ein Hammerprogramm vor der Brust einfach. Ja. Hat letzte Woche ja schon begonnen, ja, mit HSV Kiel, jetzt nach Hannover, dann kommt Bochum. Ja, wir wollen gut durch diese Spiele einfach kommen und weiter kontinuierlich punkten. Und wenn es irgendwann der Zeitpunkt oder wenn dieser Zeitpunkt da ist und wir dann in Schlagdistanz sind, dann werden wir sicherlich auch uns dazu äußern. Aber aktuell ist es einfach viel zu früh. Und letzte Frage vom Nico Gelev. Du hast zur Halbzeit die Jogginghose gewechselt aus Aberglaube oder hatte das andere Gründe? Ja, das hat nichts mit Aberglauben zu tun, sondern ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ja. Ich habe ein Getränk über meine Hose geschüttet und nasse Flecken auf einer grauen Hose machen sich dann doch nicht ganz so toll und deswegen habe ich die schwarze dann angezogen. Dann kommen wir zu Martin Moravec von der dpa. Wann hast du vom positiven Corona-Test von Julian Green erfahren und hattest du den Eindruck, dass dieser Ausfall für zusätzliche Verunsicherung in der Mannschaft gesorgt hat? Ich möchte erstmal den zweiten Teil beantworten. Verunsicherung nicht, weil wir Vertrauen einfach in die Jungs haben und die Jungs vertrauen auch ihrer eigenen Stärke. Aber natürlich einen Qualitätsverlust in einem Spiel, in einer Grundordnung, in einem Spielsystem, in einer Philosophie, wie wir spielen, dann ist es schon schwierig, das zu kompensieren. Ja? Wenn du 3 Schlüsselspieler aus dem Mittelfeld, aus einer Mittelfeldraute ersetzen musst und aber Verunsicherung würde ich das nicht nennen. Ne? Zum ersten Teil, der positive Befund von Chu kam am Donnerstag. Ja, wir haben etwas länger frei gemacht und ja, haben dann quasi zu Trainingsstart eben die obligatorische Corona-Testung gehabt. Daraufhin
kam am nächsten Tag der positive Befund. Es wurde dann nachgetestet und dieser Befund wurde bestätigt. Wir sind nicht an die Presse gegangen und ich hoffe, ja, das ist auch verständlich, wenn man dann in ein Spitzenspiel geht und eh schon 4 Ausfälle hat und dann nochmal ein Schlüsselspieler eben wegbricht, dann wollte man nicht gleich mit offenen Karten da reingehen, dass sich die Kieler eben dementsprechend dann auch vielleicht auf eine Systemumstellung einstellen können. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass der Chu wenig Symptome zeigt und dass er schnell gesund wird und dass er uns schnell wieder hilft, weil er einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist. Den Genesungswünschen schließen wir uns natürlich an. Martin Moravec hat noch eine zweite Frage. Barry hat sich lange Zeit sehr schwer getan. Sie haben dennoch an ihm festgehalten. Hattest du Zweifel, ob er sich im Spielverlauf steigern kann? Nein, ich hatte keine Zweifel. Das ist auch erklärbar. Adi, oder wir nennen ihn auch Franz, hat lange nicht gespielt. Das letzte Spiel war in Braunschweig. Hat eine lange Verletzung gehabt und hat sich jetzt rangekämpft und konnte sich jetzt über 9 Trainingseinheiten eben zeigen mit der Mannschaft, Trainingseinheiten mit der Mannschaft, die er voll absolviert hat. Und dass man dann ein bisschen Zeit braucht, um ins Spiel zu finden, das ist auch klar. Ich glaube generell, dass es ihm leichter fiel, als wir in unseren Prinzipien gerade in der zweiten Hälfte waren, dass wir aktiver mit unserer Viererkette verschoben haben, dass wir höher standen, die Räume besser geschlossen haben, ist er auch besser ins Spiel gekommen. Und von daher, ja, auch eine gute Leistung. Und ja, ich hoffe, dass er gut aus diesem Spiel herauskommt. Und hat auch sehr, sehr viel investiert. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir gut regenerieren und dass er fürs Wochenende dann auch fit ist. Den Abschluss heute macht Florian Jennemann, Fürther Nachrichten. Du hast stets gebremst, wenn deine Mannschaft Spitzenmannschaft genannt wurde. Ist ein Team, das so viele Ausfälle und einen frühen Rückstand im Topspiel verdaut, nicht vielleicht doch eine? Ja, der Herr Jennemann darf uns nennen, wie er das gerne möchte. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir heute das Spiel gewonnen haben in dieser Konstellation. Und ich glaube, jeder, der diese Situation kennt, der weiß, dass man sich natürlich Gedanken macht, wenn dir so viele Spieler wegbrechen auf dem Niveau und gerade in einer sehr, sehr wichtigen Phase. Und trotzdem nochmal Kompliment an meine Mannschaft. Hervorragenden Job gemacht, hohe Leistungsbereitschaft. Und das müssen wir Woche für Woche auf den Platz bringen. Und am besten noch 12 Wochenenden. Vielen Dank, Stefan. Wir drücken dafür die Daumen und jetzt eine gute Nacht.